Giovanni Anselmo stammt aus Turin und er stellte dort seit den 60er Jahren in den Ausstellungen aus, die unter dem Titel Arte Povera liefen. Das heißt, er wurde zu dieser Gruppe von Künstlern gezählt. Und vielleicht könnte man sagen, dass sein Werk auch am ehesten dieser Vorstellung von armer Kunst entspricht, denn seine Materialien sind sehr karg, spärlich und er arbeitet vor allem mit dem, was nicht da ist, mit dem Raum oder mit dem Verweis auf das, was außerhalb in der Realität liegt. Für die Winterthur-Ausstellung hat Giovanni Anselmo eigentlich eine Art Pfad konzipiert. Man schreitet durch die Säle, man schreitet aber auch auf der Erde. Er macht uns immer darauf aufmerksam, dass wir wirklich durch die Welt schreiten. Und das Motiv des Pfads, des Wegs, taucht in der Ausstellung auch verschiedentlich auf. Sei es die Schritte auf die untergehende Sonne zu, sei es, dass ein Weg aus Sand durch einen Museumsraum führt, sei es, dass am Schluss uns eine Hand begrüßt, die uns auf einen Stein hinaufbittet und so, dass wir das umliegende Panorama sehen. Anselmo geht es in seiner Arbeit immer darum, sichtbar zu machen, zu verdeutlichen, dass die Objekte von Energie geladen sind. Auch ein Stahlblock, der da liegt, stumm und massiv, bewegt sich, denn er rostet, er wird eines Tages verschwinden. Oder der Steinblock verweist mit der Schrift Visibile auf das, was Invisibile, unsichtbar ist. Also die Dinge sind da, sie haben in sich eine Energie, die aus ihnen spricht und gleichzeitig verweisen sie auf das, was jenseits von ihnen liegt. Io ho fatto queste fotografie, queste 20 foto, una sera quando c'era il tramonto del sole. Facevo un movimento dunque in opposizione al movimento di rotazione della Terra, disposto su questo lavoro, su una parete come qui, consente allo spettatore, no, che si muove lungo le fotografie per vedere cosa sono queste fotografie, e quindi anche lo spettatore compie una interferenza, per così dire, nella gravitazione universale. Non necessariamente in direzione del sole che tramonta, in questo caso qui verso nord, ma comunque un movimento, no? La Terra gira, la Luna anche, e anche noi, camminando qui, e anche non solo qui, dovunque ci muoviamo, come se fossimo degli astri.